Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Wahl des Dampfsaugers Herbie, einem Gerät, mit dem Sie Ihr Haus so richtig sauber halten und auf Hochglanz bringen können. Schauen wir uns den Herbie zusammen an. Zunächst sehen wir hier den Gerätekorpus und die Funktion des Rückaufbehälters, wo der Schmutz aufgefangen wird. Ziehen Sie das Netzkabel aus dem Fach. Geben Sie ganz normales Leitungswasser in den Behälter. Das Wasser sollte nicht unter der Mindestmarke, aber auch nicht über der Höchstmarke stehen. Unser Tipp: Das Befüllen geht einfacher, wenn der Behälter im Gerät eingesetzt ist. Jetzt stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose. Bevor Sie den Gerätehauptschalter betätigen, schauen wir uns den Rücklaufbehälter an, wo sich der angesaugte Schmutz dank der Filterwirkung des Wassers sammelt. Ziehen Sie den Behälter aus den seitlichen Schlitzen und nehmen Sie das Filtersieb des Behälters ab. Rücklaufbehälter und Filtersieb können nach Öffnen des oberen Verschlusses bequem zusammen herausgehoben werden. Für die tägliche Reinigung und das Aufsaugen von Wasser ist es besser, wenn nur bis zur unteren Marke Wasser in das Gerät gegeben wird. Bei außergewöhnlichen Arbeiten hingegen, wie bei der Teppichreinigung, wo eine höhere Filterwirkung nötig ist, geben Sie bis zur Höchstmarke Wasser in das Gerät. In das Filtersieb sind Polyesterfilter eingelegt, die immer sauber gehalten werden müssen. Reinigen Sie sie mit Wasser und Dampf und lassen Sie sie gut trocknen. Dann sehen Sie noch den Sicherheitsschwimmer, der mit zunehmender Wassermenge im Behälter steigt. Achten Sie darauf, dass sich nicht zu viel Schaum im Behälter bildet, denn er könnte angesaugt und über den Luftfilter nach außen geblasen werden, was nasse Flecken auf dem Boden verursacht und den Motor beschädigen kann. Sehen wir uns nun die Luftfilterfunktion an. Schalten Sie den Hauptschalter ein und drücken Sie dann auf den Reinigungsschalter, um die Luftfiltrierung zu aktivieren. Die positive Wirkung ist sofort zu spüren. Sie sehen auch, wie der gesamte Staub durch das Wasser aufgenommen wird. In nur 30 Minuten können Sie die Luft in einem Schlafzimmer komplett filtern und dabei angenehm parfümieren. Geben Sie einen Spritzer des mitgelieferten Deos in den Behälter und von Ihrem Herbie geht balsamischer Duft aus, der Ihre Räume angenehm aromatisiert. Gleichzeitig wird dank der antibakteriellen Wirkung der Essenz der Rücklaufbehälter entkeimt. Mit dem Trockenreinigungszubehör kann der Herbie bequem und einfach für die tägliche Reinigung verwendet werden. Achtung, hier geht es um das Ansaugen von trockenem Schmutz und nicht um das Ansaugen von Flüssigkeiten. Wir stecken nun den Schlauch unter Verwendung des Antennenhalters an den Herbie an und bringen dann das Verlängerungsrohr und die gewünschte Bodenbürste an. Hier sehen Sie, wie das Staubsaugerzubehör je nach den verschiedenen Oberflächen eingesetzt wird. Praktisch und schnell für Böden mit Fugen, für Teppiche und Teppichböden, für Parkett- und fugenlose Böden und auch für gewachste Böden. Das andere Zubehörteil ist nützlich für die Reinigung von Heizkörpern, Ecken, Möbeln, Büchern, Sofas, Matratzen, Sesseln, Vorhängen und so weiter. Alles ganz einfach und leicht. Das Set eignet sich für das tägliche Staubsaugen. Dank des leistungsfähigen Filtersystems garantiert der Herbie echte Sauberkeit im Haus. Staub und Hausstaubmilben werden im Wasserbehälter aufgefangen. Die Zubehörteile aus dem Fonset sind ganz einfach zu verwenden. Dank der Leistungsfähigkeit des Herbie erhalten Sie damit einen hervorragenden Warmluftdruckreiniger, mit dem Oberflächen jeglicher Art gesäubert und getrocknet werden können. Sehen wir uns jetzt den leistungsfähigen Dampfdruckreiniger der Herbies an. Über einen eigenen Schalter wird der Wassertank für die Dampferzeugung zugeschaltet. Falls Sie Dampf zuschalten, wenn der Tank leer ist, leuchtet eine rote Meldelampe auf. Zusätzlich ertönt ein Warnsignal, das Sie darauf aufmerksam macht, dass Wasser nachgefüllt werden muss. Geben Sie Wasser in den Tank. Am besten gefiltertes Wasser mit dem Wasserfilter Kalkstop. Wenn der Tank bereit ist, leuchtet die grüne Meldeleuchte auf und die Thermostatanzeige für den Druck bewegt sich auf den roten Bereich hin. Jetzt sehen Sie, wie Sie mithilfe des Geräts praktisch und schnell mit Dampf reinigen und absaugen können. Nach dem Einstecken des Antennenhalters und des Schlauchs können Sie die Verlängerungsrohre für die Bodenreinigung und die Bodenbürste aufsetzen. Achten Sie bitte auf den Bajonettanschluss, mit dem Sie die Bürste ganz ohne Kraftanwendung auf das Rohr aufstecken. Halten Sie das orangefarbene Anschlussstück nicht mit der Hand fest, denn sonst könnten die Lamellen innen brechen. Zum Entfernen hingegen halten Sie das orangefarbene Anschlussstück mit der einen Hand und das graue Teil mit der anderen Hand fest. Die Bürste mit ihren Gemmbacken ermöglicht das Anbringen eines Putztuchs und ist dank des speziellen Patents um 180 Grad drehbar. Auf diese Weise kommen Sie auch in die schwierigsten Ecken. Für die Bodenreinigung gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal die tägliche Reinigung nur mit Dampf, der gleichzeitig getrocknet wird, und dann für die gründliche Reinigung die Dampfreinigung und Fleckentfernung plus anschließendem Absaugen. Für Teppiche nehmen Sie einfach nur die Teppichbürste mit Rollen. Für eine hygienische Tiefenreinigung von Teppichen empfehlen wir zunächst gründliches Absaugen, dann eine schnelle Reinigung mit Dampf, der anschließend getrocknet wird. Auf diese Art haben Sie maximale Filtrierleistung und erzielen bessere Reinigungswirkung.
Wir empfehlen Ihnen auch, die Bürste immer horizontal zum Boden zu halten, um maximale Oberflächenreinigung zu erzielen. Der Fensterreiniger eignet sich für das Säubern von Fenstern, Spiegel, Duschboxen und anderen abwaschbaren senkrechten Flecken jeder Art. Für ein gutes Reinigungsergebnis empfehlen wir immer zunächst eine gründliche Reinigung und Fleckentfernung mit Dampf auf der gesamten Fläche mit anschließendem Absaugen und Trocknen. Falls Sie einen Parkettboden haben, können Sie ihn ganz einfach dadurch vor Dampf und Wasser schützen, indem Sie ein Putztuch auf den Boden legen. Sie sehen, wie unkompliziert der Einsatz des Fensterreinigers ist. Halten Sie das Dampfrohr mit der rechten Hand und achten Sie auf die richtige Neigung. Mit der linken Hand halten Sie den Schlauch nach unten. Auf diese Weise erzielen Sie mit minimalem Kraftaufwand bestmögliche Ergebnisse. Mit der Textilbürste können Sie alle Stoffflächen absaugen und dampfreinigen, wie zum Beispiel einlagige Stoffe bei Vorhängen, Sofa, Sessel und Matratzenbezügen, Decken und sogar Autositzen. Wie schon für die Teppichreinigung empfehlen wir auch hier zunächst gründliches Absaugen, dann eine rasche Reinigung mit Dampf, gefolgt von nochmaligem Absaugen. Die Lanze hat eine einfache, gerade Form und eignet sich für die Reinigung von kleinen Flächen mit Rippen, Spalten usw. so weiter, zur Dampfreinigung, zum Entkeimen und Lösen von verkrustetem Schmutz an Punkten, die Sie normalerweise nicht erreichen. Für schwierigere Reinigungsarbeiten wie bei Backöfen und Kochherden können Sie die Lanze zusammen mit den kleinen Rundbürsten verwenden. Die Lanze eignet sich hervorragend zur Säuberung von Kühlschränken und Kühltruhen, aber auch zur Entfernung von Kalkablagerungen bei Wasserhähnen, zur Reinigung von verstopften Waschbecken und zur hygienischen Reinigung von WCs. Bestens geeignet ist sie auch zum Ansaugen großer Flüssigkeitsmengen und sehr feinem Staub. Für diese Arbeiten empfehlen wir Ihnen die dritte Saugstufe, um zu vermeiden, dass der Sicherheitsschwimmer vorzeitig schließt. Mit dem Herbie und dem Profi-Bügeleisen von B&L erzielen Sie exzellente Bügelergebnisse. Stecken Sie ganz einfach den Bügeleisenstecker in die Universalsteckdose des Geräts und drücken Sie auf die Bügeltaste. Wenn das Bügeleisen aufgeheizt ist, was durch eine Kontrolllampe angezeigt wird, können Sie bügeln, solange Sie möchten, ohne Unterbrechung, selbst rund um die Uhr. Dank der hohen thermischen Stabilität sind beste Bügelergebnisse möglich, ohne das Risiko, dass Sie dabei Ihre besten Kleidungsstücke ruinieren. Die als Sonderzubehör erhältliche Teflonsohle sorgt für problemloses Bügeln jeder Art von Textilien. Sie können das Bügeleisen auch bequem in senkrechter Stellung lassen, denn der Hitzeschutz schützt Ihre Hände vor Verbrennung. Einfach fantastisch! Und das ist noch nicht alles. Mit dem Profi-Bügeltisch Modell 850 von B&L können Sie absolut hervorragende Bügelergebnisse erzielen. Der Herbie plus der Absaugtisch Modell 850 sind die Garantie für beste Bügelqualität in kürzestmöglicher Zeit. Die Aluminiumplatte des Bügeltischs ist aufheizbar, über sie können Sie während des Bügelns auch Dampf absaugen. Dazu einfach den entsprechenden Schalter betätigen. Wenn Sie den Schalter in die andere Stellung bringen, wird das Gebläse zugeschaltet, mit einem unglaublich guten Ergebnis. Eine praktische Tasche für das Zubehör ist ebenfalls erhältlich. Diese können Sie jederzeit unter www.dampfreiniger.com nachbestellen. Hier finden Sie auch weitere interessante Produkte und hilfreiche Informationen zu Ihrem Gerät.